Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir hatten in der letzten Folge hier die der Ritter der Neun hier getroffen. Und den Harnisch haben wir eigentlich geholt. Den müssen wir mal gucken, den Brustharnisch. So, der hat hier 8 Schutz. 7600 Gold einfach mal wert. So, der ist besser. Sieht aber auch viel nicer aus. Muss ich ehrlich sagen. Und Quests müssen wir auch mal gucken. Die Führer der Neun. Wütende Elemente. Wurde angewiesen, Kynarets Schrein im großen Forst von Cyrodiil zu finden und mit den Priestern dort über die Stiefel des Kreuzritters zu sprechen. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Wäre gleich. Warte mal, wir sind hier. Das wäre dann das nächste hier. Okay. Wenn wir hier dann rausgehen. Okay, wir sehen schon viel nicer aus, muss ich ehrlich sagen. Erinnert mich auch ein bisschen jetzt so mit dem hier, auch ein bisschen an Kingdom Come. Da hat man ja auch so nochmal über der Rüstung so ein bisschen Stoff so gehabt. Die hier die Banner und so quasi, für welche Seite man kämpft, markieren. So, jetzt will ich aber einmal wissen, wie weit bis zur Straße, bis zur Gold Road. Ah, Gold Road, das müssen wir auch noch. Wir müssen hier auch Elder Scrolls Online zusammenspielen. So, das werde ich aber auch Elder Scrolls Online, wenn wir das anfangen. Ich glaube, nach Skyrim werde ich das auf jeden Fall machen. Da werde ich mir aber auch erstmal von Elder Scrolls erstmal ein Weilchen eine Pause gönnen. Aber ich werde anfangen, das im Stream zu spielen und dann auch noch aufzunehmen. Und dann könnt ihr mir quasi auch beistehen, sage ich jetzt mal so, mich ärgern, wie auch immer. Bitte aber nicht trollen, so mich die ganze Zeit kaputt hauen oder so weit, weil es ist mir schon eher wichtig, die Story dann da zu verfolgen. Wer will mich angreifen? Hier die Raffe. So, weil ich will das ja eher dort die Story hinterherjagen. Aber dann können wir auch mal Elder Scrolls Online sogar zusammenspielen. Und mal gucken, vielleicht gründe ich da auch eine Gilde oder sowas, wo man dann zusammen was machen kann oder so. Aber Elder Scrolls Online wird dann wahrscheinlich unregelmäßig hochgeladen werden, die Folgen. Wird aber wahrscheinlich ein Let's Play sein, was ja 1000 Folgen haben wird. So, ich freue mich schon, wenn wir die Stiefel gleich haben. Das wäre dann erstmal die beste Rüstung, die wir haben, die wir kriegen können. Wenn wir das Set komplett haben. Wer will mich hier wo angreifen? Richtung müssen wir. Achso, ich dachte schon, es hat jetzt einen Centaur. Dum, dum, dum. Muss ich hier rein?
Hat die mich entdeckt? Natürlich, die spawnt erstmal ein paar Scum. Hä? Deutsche. Alter, das war jetzt... Das war ein bisschen heftig. So, Stahldolch. Auch ein Stahldolch, ne? Doch, die haben ein Stahldolch, aber hä? War das nicht noch eben gerade ein dädrische Dings? Bin ich überhaupt richtig? Ne, ich muss noch weiter in die Richtung. Eure Magie reicht nicht aus. Ja, aber ich finde es nice, dass wir es schon zumindest im Brustharnisch und den Helm haben. Damit wir äußerlich schon am ehesten nach dem Dings hier aussehen. Die Imps wahrscheinlich hier. Autsch. So. Schwertkampf verbessert. So, Schuhe und Handschuhe wäre das nächste, was ich eigentlich haben will. Danach den Schild. Und danach erst die Waffe. Ich höre da welche. Zusammen mit Orksöldnern aus Kirim gekommen sind, um die Rätoren von Morrowind anzugreifen. Noch mehr Kämpfe für die Nord? Das sind traurige Neuigkeiten. Lebt wohl! Sind das Freunde oder Feinde? Ihr möchtet eure Zeit mit mir verbringen? Das ehrt mich. Was habt ihr für Neuigkeiten? Gerüchten zufolge versuchen die Nord ganz Solstheim gefangen zu nehmen und die kaiserliche Festung auf der Insel zu zerstören. Die Nord haben schon immer alles versucht, um ihr Gebiet zu beschützen. Kein Wunder, dass sie ständig in diese Konflikte verstrickt sind. Wiedersehen. Wiedersehen. Hier sind alle willkommen. Was denn nun schon wieder? Bitte fahrt fort. Auch ihr. Hier. Was bringt euch zum Altar der Künaret, mein Kind? Altar von Künaret? Ihr wart in Künarets Kapelle von dem Augenblick an, als ihr nach draußen tratet. Habt ihr ihre Gegenwart nicht gefühlt? Wir kommen hier zusammen, um all den Segnungen Tribut zu zollen, die sie uns gewährt. Wie? Stiefel des Kreuzritters. Ihr begehrt die heilige Reliquie, die Künaret der Welt geschenkt hat? Ja. Dann müsst ihr euch als würdig erweisen. Wie? Künarets Schöpfungen bewachen ihre Reliquie. Und ihr müsst die Prüfung bestehen, bevor euch die Stiefel gewährt werden. Prüfung? Was für eine Prüfung? Ich kann nicht sagen, um was es sich handelt, denn ich weiß es nicht. Künaret selbst wird entscheiden, wie ihr geprüft werden sollt. Alles, was ich tun kann, ist, euch den Weg zum Hain der Prüfungen zu weisen und euch daran zu erinnern, Künarets Lehren zu befolgen. Fürchtet und achtet die Natur und all ihre Schöpfungen.
Und wo ist dieser Hain? Die Natur achten und respektieren? Wo ist dieser Hain? Nicht weit von hier, im Westen. Versteckt im großen Forst ist es ein Ort, der von vielen übersehen wird. Ich muss euch warnen, es ist unklug, jemanden mitzunehmen. Ihr solltet allein gehen. Die Natur achten und respektieren? So ist es. Die Natur selbst ist Kynarets Reich. All ihre Kreaturen sind ihre Schutzbefohlenen. Daran solltet ihr immer denken, wenn die Zeit für eure Prüfung kommt. Also gut, ich werde mich dieser Prüfung unterziehen. Dann geht direkt zum Hain, denn eure Prüfung hat begonnen. Kynaret mag euch auf dem Weg beschützen. Das liegt in ihrer Hand. Viel Glück. Kynaret möge euch führen. Bin ich denn überhaupt bereit dafür? Ich habe so ein Gefühl, Zweiglinge, Einhörner, Minotauren, Zentauren und so weiter werden mir angreifen. Und ich glaube, wenn ich nur einen davon verletze, habe ich schon verkackt. Vielleicht speichere ich einmal. Nur zur Vorsicht. Ich habe den Hain der Prüfung erreicht. Nun muss ich abwarten, was Kynaret mit mir vorhat. Okay, ich höre da was. Auf was warte ich? Oh. Ich greife nicht an, ja? Waldwächter. Im Heiligen Hain wurde ich von einem Bären angefallen, aber ich unternahm keinen Versuch, mich zur Wehr zu setzen. Eine Höhle hat sich aufgetan, in der sich offenbar die Stiefel des Kreuzers... So schnell? Na, man konnte schon ahnen, so dass ich nicht angreifen durfte. Da ist noch ein Zweigling. Spriggan. Warum sind Zweiglinge mal so weiblich? Gibt es keine männlichen Zweiglinge? Ich habe die Stiefel des Kreuzritters bekommen. Durch den Fund der Stiefel des Kreuzritters habe ich Sir Junkans Suche beendet. Ich sollte weiter nach den Reliquien suchen, welche die anderen Geisterritter finden wollten. So, der hat zwei. Kann ich die an? Der hat drei sogar. Müsste mal vielleicht... Warte mal. Was ist denn jetzt aktiv? Nee, den lasse ich mal nicht aktiv. Und das Schild des Kreuzritters? Nee. Saral, was hat mir erzählt, wo Zenitha Streik... Nee, den Streik... gesagt, wo ich die Handschuhe finde. Den würde ich gerne. Kreuzritter in der Kapelle von Stendal in Koroll finden. Koroll war da oben. Können wir da auch handeln? Verkaufen gehen, die Sachen, die wir nicht mehr brauchen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Schuhe dann nicht mehr anziehen darf, wenn ich jetzt einen Wolf angreife. Sobald ich den Wolf los bin, speichere ich noch einmal.
Der ist noch hinter mir. Wie lange der wohl noch hinter mir bleibt? Wenn jetzt eine Wache kommen würde, wäre super. Da haben wir jemanden. Hallo. Kannst du mir mit dem Wolf einmal helfen? Perfekt, ist nicht mehr mein Problem. Die Last habe ich schon mal jemand anderem übergeben. So, das heißt, das kann ich jetzt speichern. Und dann mal gucken, ob ich die Natur wieder angreifen darf. Hier, genau. Kann ich hier jetzt auch rasten? Ja, es ist 10 Uhr abends. Machen wir 10 Stunden. Bis es wieder hell ist. Nice. Vielleicht auch nochmal unter den Waffen auf den hier wechseln. Der hier ist schon fast hinüber, dann können wir den verkaufen. Wenn wir den eh jetzt erstmal zweimal haben. Guten Morgen. Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Noch sind wir ein guter Bürger. Irgendwann wechseln wir auf die dunkle Seite hier. Weil, soweit ich weiß, manche Quests kann man nicht starten, wenn man zu gut ist. Und manche kann man nicht starten, wenn man zu böse ist. Und es ist einfacher, hier von der guten auf die dunkle, böse Seite zu wechseln, als andersrum. Das ist irgendwie, glaube ich, allgemein in Spielen. Einfacher, einen bösen Charakter zu spielen. Oder so eine Art Anti-Helden. Der irgendwo mittig neutral so unterwegs ist. Aber rein gut oder rein böse ist schon schwer. Aber rein gut zu spielen, deutlich schwieriger, quasi, wenn man wieder versucht, gut zu werden. Das ist nur ein Hirsch. Aber das Erste, was wir machen, ist gleich den ganzen Scheiß verkaufen, den wir jetzt nicht mehr brauchen. Wenn wir schon eine bessere Rüstung jetzt haben, dann brauchen wir das auch nicht mehr von den Klingen. Was ich jetzt mich frage ist, die Festung Amol und so weiter hier aus Skyrim, was ja 200 Jahre hiernach stattfindet, nach Oblivion,
ist ja in Skyrim halt ausgedingst. Also die sind nicht mehr so heile, so aktiv bewohnt und alles. In Arena war das ja alles noch. Das waren noch richtige Städte und so. Sind die rein theoretisch von der Lore her hier auch aktiv noch in Oblivion? Oder in Morrowind? Oder in Daggerfall? Oder geschah das irgendwie mit der Zerstörung oder dass die heruntergekommen sind in den zwei Jahrhunderten zwischen Oblivion und Skyrim? Dass die dann nicht mehr so wurden. Bitte nur eine einzige Münze. Sowas besitze ich nicht. So, gehen wir erstmal hier rein. Feuer und Stahl, der müsste doch... Ja? Also sie müsste doch genug... Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Euer Gold hätte ich gerne für die Kriegsaxt. Den hier. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Den Silberstreitkolben brauche ich ja auch nicht mehr. So, Klingehelm darfst du haben, schenke ich dir. Die Stiefel darfst du haben, schenke ich dir. Wir haben 6 Fackeln. Ich verkaufe wieder mal die Hälfte. Den Silbernagel darfst du haben. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Finde ich auch. So, Stahlpfeil, Silberpfeile, Eisenpfeile haben wir mehr als genug. Was hat die so im Angebot? Silberstreitaxt, Silberstreitkolben. Komm, da kaufen wir nochmal 5 Stück für 100. Passt. Und noch ein zufriedener Kunde. Ja, geht so. Ich bin nicht unglücklich, sagen wir mal so. Nein, nicht die Fackel. Das lebt hier. Wohl. Um magische Gegenstände zu reparieren, muss man mindestens Waffenschmied-Geselle sein. Oh. Okay, da haben wir dann einiges zu tun. Was sind wir bei Waffenschmied? 31, Lehrling. Das hier wäre Stufe Lehrling, hä? Geselle, ab 50 ist Geselle, okay. Ab 50 ist Geselle, okay. Wo kommen die Wölfe her? Habt ihr mal eine Münze? Sind das Wölfe oder sind das Hunde? Bailey? Und Kesune. So, hier muss ich rein wahrscheinlich. Die Kapelle von Stendar. Ihr seid, hi. Hi. Willkommen, Kommandant. Kommandant? Die Handschuhe des Kreuzritters. Die Handschuhe, wie? Dafür ist Areldur verantwortlich. Sprecht mit ihm darüber. Okay, danke schön. Lebt wohl. Seid gegrüßt, Nord. Lass mich raten, du bist Areldur? Was führt euch hierher, mein Sohn? Ich bin nicht euer Sohn. Handschuhe des Kreuzritters. Ah ja, die Handschuhe liegen seit einer Ewigkeit hier. Ich kenne die Geschichte nur in ihren Grundzügen. Heutzutage stellen sie eher eine Kuriosität dar. Heute befasse ich mich mit den Handschuhen höchstens, indem ich Halbstarke, die sie aufzuheben versuchen, vor der Verletzungsgefahr warne. Weshalb interessiert ihr euch dafür, wenn ich fragen darf? Ich möchte Ihre Geschichte hören. Nun, alles weiß ich nicht. Vor vielen Jahren hat ein Ritter des Alten Ordens etwas Schreckliches getan. Dabei fielen ihm die Handschuhe von den Händen. Sie fielen zu Boden und keiner konnte sie aufheben. Ich glaube, das war ein Zeichen des Fluchs, den Stendar diesem Ritter auferlegt hat. Dieser Fluch besteht sogar noch heute fort.
Der arme Kellen. Wer ist Kellen? Oh, er ist der Nachkomme jenes Ritters von vor so langer Zeit. Der Fluch hat all die Jahre auf seiner Familie gelastet. Er leidet jetzt darunter. Er kam aus Hammerfell hierher auf der Suche nach einem Heilmittel. Aber, ach, nun ja, ich glaube, man kann gar nichts für ihn tun. Womöglich weiß er mehr über die Geschichte als ich. Vielleicht solltet ihr mit ihm sprechen, wenn er sich nicht zu schlecht fühlt. Okay, erstmal über das Fluchmedikament. Es ist wirklich schrecklich. Jemand wie Kellen, dem ohne eigenes Verschulden eine solche Last aufgebürdet wurde, ist zu bemitleiden. Aber wenn es der Wille der Neuen ist, kann man dagegen wenig tun. Kellen? Er ruht sich unten in der Kapellenhalle aus. Ihr könnt mit ihm sprechen, wenn ihr wollt. Okay, die Handschuhe? Die Handschuhe sind schon viel länger hier gewesen als irgendeiner von uns. Ich nehme kaum an, dass sich das jemals ändern wird. Höchstwahrscheinlich liegen sie noch immer hier, wenn wir schon lange tot sind. Mit Sicherheit noch immer, wenn Kellens Familie ausgestorben ist. Da kann ich gerne, nein. Lebt wohl. Okay, mit Kellen muss ich reden. Verschwunden ist? Wo sind die Handschuhe? Wo liegen die denn? Neues Thema da, und neues Thema vermisste Tochter. Die Handschuhe sind zu schwer, um bewegt zu werden. Wie geht es euch? Habt ihr jüngst mit ihm gesprochen? Nein. Ich habe aber gehört, dass er sich hier gut auskennt. Weiter. Gibt es Neues? Heftige Angriffe. Okay, Muss ich nach unten? Ah, hi. Du bist Kellen. Was ist? Gibt es ein Heilmittel? Hat Areldo ein Mittel entdeckt? Ich weiß, dass er mir etwas verheimlicht. Ich möchte über den Fluch sprechen. Ach, davon habt ihr also gehört. Ja. Ein schrecklicher Fluch, der seit Menschengedenken auf der Familie lastet. Als ich jünger war, konnte ich damit leben. Es war nicht so schlimm. Aber im Laufe der Zeit ist es immer schlimmer geworden. Ich bin hierher an den Ort des Geschehens gekommen, in der Hoffnung, etwas dagegen unternehmen zu können. Ich befürchte, dass mir sonst nicht mehr viel Zeit bleibt. Areldo hat mich aufgenommen. Hauptsächlich aus Mitleid, glaube ich. Aber da ist noch etwas. Ich könnte schwören, dass er mehr weiß, als er sagt. Areldo? Im Laufe der Jahre habe ich oft Mitleid in den Blicken der Menschen gesehen. Ich wuchs damit auf. Aber bei Areldur sehe ich noch etwas anderes. Und wenn er mit mir spricht, könnte ich manchmal schwören, dass er entschuldigend wirkt, beinahe schuldbewusst. Warum sollte er das sein? Warum sollte er mir etwas verheimlichen? Ich weiß so oder so, dass ich verloren bin. Sprecht mit ihm, wenn ihr könnt. Überredet ihn, als letzten Wunsch eines Todgeweihten zu erzählen, was er weiß. Vermisste Tochter? Hat das mit ihm zu tun? Seht, Neeos macht sich schreckliche Sorgen um ihre Tochter Dharma. Wenn ihr glaubt, dass ihr helfen könnt, findet ihr sie in ihrem Laden Nordwaren und Handel. Okay, Handschuhe des Preußen. Ihr habt sie gesehen, nehme ich an. Der einzige Beweis dessen, was vor so vielen Jahren geschah. Wisst ihr, dass ich dachte, ich könnte sie vielleicht aufheben? Dass der Fluch irgendwie gelöst würde, wenn ich sie nur aufheben könnte? Ich habe es stundenlang versucht, bis mein ganzer Körper schmerzte und ich mich kaum noch bewegen konnte. Ich lag dort neben ihnen auf dem Boden und weinte. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich bin schon zu lange am Ende, um mich noch für irgendetwas zu schämen. Ich weiß nicht, warum sie noch hier sind. Sie sind so schwer und ich bin so schwach. Was will's denn da nur von mir? Wiedersehen. Okay, mit Areldo noch was quatschen. Und was macht der Fluch denn noch eigentlich, abgesehen davon, dass man die Handschuhe nicht hochheben kann oder bewegen? Schönen Tag. Kellen. Ich kann ihm nicht ins Gesicht sehen. Ich weiß, was für ihn getan werden könnte, aber ich habe nicht die Willenskraft, das zu tun. Ich wünschte aufrichtig, ich könnte ihm helfen, aber ich bringe die Kraft nicht auf, seinetwegen den Fluch auf mich zu laden. Wovon sprecht ihr? Der Fluch. Ich weiß, was ihn aufheben würde,
aber ich kann es nicht tun. Die einzige Möglichkeit, Kellen von seinem Fluch zu befreien, bestünde darin, ihn selbst auf mich zu nehmen. Dazu bin ich nicht stark genug. Darum bin ich ein Versager. Ich versage Kellen gegenüber jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, und Stender gegenüber jedes Mal, wenn ich zu ihm bete und nicht um die Kraft bitte, den Fluch aufzuheben. Kennt ihr jemanden, der dazu fähig wäre, der am Altar dieser Kapelle beten und Stender um die Kraft bitten würde, diesen Fluch aufzuheben? Ich habe so ein Gefühl, aus Nächstenliebe und der eigenen Aufopferung, wenn wir sagen, wir nehmen den Fluch auf uns, wird Stender sagen, hier, er erlöst uns beide davon. Ich habe es euch doch gesagt. Kellen kann nur vom Fluch befreit werden, indem man zu Stender um die Kraft betet, ihn zu erlösen. Aber das bedeutet, den Fluch auf euch selbst zu nehmen. Ihr werdet fürs Leben gezeichnet sein. So wie eure Kinder und Kindeskinder. Lebt wohl. Also ich muss hier beten? Wollt ihr Stender um die Macht bitten, den Fluch von Kellen zu nehmen? Ja. Handauflegung zur Zauberspruchliste des Spielers zugefügt. Ich habe am Altar in der Kapelle von Stender gebetet und mir wurde die Fähigkeit des Handauflegens gewährt. Ich muss sofort Kellen aufsuchen. Ich glaube, Stender wird Mitleid mit uns haben, weil wir Mitleid mit ihm haben und sein Fluch auf uns nehmen. Wie geht es euch heute? Ihr seid wohl zurückgekommen, um den Verfluchten zu sehen, was? Warte mal, muss ich die Hand des Meisters? Nee. Hand auflegen, hier. Seht euch vor. Ich habe den Fluch von Kellen aufgehoben, indem ich ihn auf mich selbst genommen habe. Daher bin ich jetzt müde und meine Ausdauer ist beeinträchtigt. Nachdem der Fluch nun rückgängig gemacht wurde, kann ich die Handschuhe des Kreuzritters aufheben. Ihr? Wie habt ihr? Mir geht's gut. Mir geht es gut. Ich fühle mich nicht mehr todkrank. Mir ist nach Laufen zumute. Seht mich an! Ich kann es nicht fassen. Ich fühle mich ganz normal. Habt vielen Dank. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Endlich habe ich die Gelegenheit, hier herauszukommen und die Welt zu sehen. Ich will keine weitere Sekunde meines Lebens verschwenden. Und ich bin euch zu ewigem Dank verpflichtet, mein Freund. Lebt wohl. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Okay, da gibt's nichts Neues. Auf Wiedersehen. So, wo hatten wir das nochmal? Leichte Wunden heilen. Okay, das ist wieder aktiv. Also ich habe jetzt... Warte mal, habe ich jetzt einen Malus? Klingen, Ritterbruder, Kämpfergilde, Geselle, Neun Göttliche, Leimann oder Layman, Ritter der Neun, Knight Commander. Was? Knight Commander, okay. Charismas plus 60, okay, ist auf 60. So. Handschuhe des Kreuzritters. Ich habe die Handschuhe des Kreuzritters wiedererlangt. Durch den Fund der Handschuhe des Kreuzritters habe ich Sir Casimirs Suche beendet. Ich sollte weiter nach den Reliquien suchen, welche die anderen Geisterritter finden wollen. Macht ihr in letzter Zeit den Feuer und Stahl? Rashida hat einige neue Klingen auf Lager. Ich kann kaum glauben, dass ihr willens wart, dies für Kellen zu tun. Ohne Zögern euer eigenes Wohlergehen aufs Spiel zu setzen. Wieso sollte ich den Priester spielen, wenn ich nicht willens bin, alles in meiner Macht für jene zu tun, die in Not sind? Vielleicht sollte ich meine Berufung überdenken. So, ich habe sogar die Handschuhe. Gucke mal, ich habe
Handschuhe des Kreuzritters. 3. Und was sind meine Handschuhe? 2. Barmherzige Berührung zur Zauberspruchliste des Spielers hinzugefügt. Hier, barmherzige Berührung, okay. Lebensenergie wiederherstellen, 50 Punkte an Berührung. Seid gegrüßt. Ja? Was habt ihr zu berichten? Das heißt, in Morrowind sei die Sklaverei abgeschafft worden. Die Häuser Dres und Lalu haben dem Sklavenhandel abgeschworen und das Tiervolk aus der Sklaverei Guten entlassen. Morgen. Das Land der Dunmer scheint eine turbulente Zeit zu durchleben. Wiedersehen. Ja? Okay, keine Sklaverei mehr in Morrowind. Lalu und Dres haben das, okay. Warte mal, hier bin ich falsch. Hallo. Hallo. So. Die Fackel würde ich jetzt wieder wegmachen. So, dann wäre das nächste, was mir jetzt fehlt. Bulldog finden und den Schild des Kreuzritters darin suchen. Wäre da hinten. Okay, das ist jetzt ein sehr weiter Weg. Warte mal, wie sehen wir denn jetzt aus? Okay, es fehlt wirklich noch Schild und Schwert. Und vielleicht ist das Rest, was noch fehlt, hier ein Ring, eine Kette oder sowas. Irgendwie ein bisschen Schmuck. Eine Münze für einen alten Bettler. Seid gegrüßt. Benötigt ihr etwas? Das sind ja bis jetzt, glaube ich, 7 Artefakte, Reliquien vom Ritter. Also Harnisch, Helm, Stiefel, Armschienen, beziehungsweise Handschuhe, Schild und die Keule. Ist dann jetzt nur die Frage, ob da nicht vielleicht auch noch mehr sind. Ein Ring, ein Medaillon, dann wären das 8. Und dann noch eine Sache, womit es dann 9 wären. Ich geh wirklich von aus, dass das 9 Reliquien sind. Und wir haben bis jetzt erstmal nur 6. Dann, wenn wir Schild und Keule noch dazu kriegen. Aber das wäre dann zumindest das erste vollständige Set, was wir zumindest jetzt erstmal an Rüstung haben. Oh, warte mal. Die Ausdauer sinkt. Obwohl wir nicht überladen. Okay, wir haben den Fluch auf uns. Aber egal, der Fluch. Der Fluch wird uns, glaube ich, nicht wirklich was anhaben. Wir können ja immer noch rennen. Es ist nur die Ausdauer, die halt dann leer ist, die wir dann nicht gebrauchen können.
So, natürlich dürfen wir jetzt gleich wieder kämpfen. Der Mühsal. Qualitätskriegsachs Schauder. Okay. Ich habe mich schon gewundert, war das jetzt irgendwie Wiederherstellung für wir können wieder rasten, perfekt. Die nächste Taverne, die wir finden, nutzen wir dafür. Was ist los? Magie reicht wieder nicht aus. Aber das ist ja jetzt mit der Ausdauer wirklich irgendwie... Klar, es fällt einem sofort auf. So, aber eigentlich nicht wirklich etwas, was einen belastet oder mich zumindest belastet. So. Guten Tag, werte Dame. Willkommen in der Wavnet-Herberge. Wavnet. Möchtet ihr ein Zimmer oder vielleicht etwas Wein? Ein Bett, ich habe bitte. Ein sauberes Bett für jeden, der 10 Goldstücke für mich hat. Möchtet ihr es haben? Ja, ich nehme es. So sei es. Geht die Treppe hinauf und nehmt die letzte Türe auf der rechten Seite. Das ist eure Kammer für heute Nacht. Schlaft gut. So. Ich wünsche euch eine gute Reise und gehabt euch wohl. So. Nicht die Tür, auch nicht die. Die letzte hat er gesagt, ne? So, eine Stunde. So, wieder in Stärke. In Konstitution. Und wie schnell sie sich bewegen. Zuständig für die Fertigkeit Athletik, leichte Rüstung und Akrobatik. Oder Willenskraft. Beeinflusst euren Widerstand gegen Magieangriffe, eure Fähigkeit Magie zu regenerieren, sowie eure Ausdauer. Zuständig für die Fähigkeit Zerstörung, Veränderung und Wiederherstellung. Ich würde da auch mal wieder was investieren. Weil wir auch viel Magie nutzen. Und vielleicht auch nochmal speichern. Könnte ein weiter Weg sein. Athletikfertigkeit verbessert. Perfekt. Wie weit sind wir denn schon mit Athletik? Wo war denn das? Nicht hier, auch nicht hier. Hier war Athletik bei 37. So.
Und das müssen wir auch auf jeden Fall höher kriegen. Auf Geselle, damit wir unsere magischen Rüstungen auch mal reparieren können. Was ist jetzt dein Problem? Ihr Schmerzen kennenlernen. Was ist euer Problem? So, Eisenpfeil nehmen wir mit. Silberpfeile. So, und Dietriche. So, bereit wird geladen. Festung Tugend. Arildur ist bewusstlos. Warte mal. Durch den Fund der Handschuhe des Kreuzritters habe ich Sir Casimir Suche beendet. Soll ich ihn suchen, welche die anderen Geisterritter finden wollten? Warum ist Arildur jetzt bewusstlos? Hat er den Fluch jetzt bekommen oder wie? Ich glaube, wir müssen mal Arildur besuchen gehen. Aber nachdem wir das, die ganzen anderen Artefakte geholt haben, die Reliquien, also alle, die fehlen. Sterbt schon, verdammt! So, die Dreche nehmen wir mit. So, Magie reicht wieder nicht. Eigentlich über die Brücke und also zwei Brücken noch überqueren. Irgendwie gefällt mir das gerade mit der Ausdauer nicht, dass das jetzt leer ist. Wie schade. Keine Frage. Wiedersehen. Leb wohl. Ich bin ganz Ohr. Was habt ihr zu berichten?
Manche Leute berichten von Begegnungen mit Goblins in dieser Gegend vor gar nicht langer Zeit. Ich kann diese Dinger nicht ausstehen. Schreckliche Dinger. Angeblich zähmen die Hochelfen sie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Seht euch vor. Also, Gravi und Leavin, das ist aber noch nicht die Brücke, die wir überqueren müssen. Wir müssen die nächsten beiden noch. Die beiden hier zähle ich als eine Brücke. Also hier müssen wir noch nicht irgendwo rechts abbiegen. Oder gehen Süden abbiegen. Sondern erst hier hinten. Die große Brücke da. Ich liebe diese Melodie. Obwohl, wir sind eh schon gleich bei einer Stunde. Okay, da kommt jetzt eh erstmal ein Wolf. Stiefel können wir anbehalten, nice. Aber ich würde sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und holen uns in der nächsten Folge das Schild und den Streitkolben. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!